Und damit herzlich willkommen zu The Convenient. Heute gar kein Intro, oder was? Hä? Na, ein Intro, wo du da sitzt, laberst, zu viele Fachwörter benutzt und ich noch schnell meine Runde Fortnite zu Ende spielen kann. Aber ich hab doch noch gar nicht richtig... Aber dafür hab ich dich doch abonniert, weißt du, hast dich echt verändert, Mann. Also, ich wollte gerade eben... Komm mir mal nicht so, nur weil du sehr attraktiv bist und ziemlich erfolgreich... Nuff? Habt ihr was mitgebracht? Jedenfalls spielen wir heute aber erstmal ein Game mit dem Namen The Convenience Store. Man braucht dieses Schriftzeichen eigentlich gar nicht, um sofort zu erkennen, dass das nur aus Japan stammen kann. Würde mich jetzt auch nicht groß wundern, wenn es einfach bloß Sushi heißen würde. Da legst du nieder! Wir haben ja auch vor einiger Zeit schon mal ein Game vom selben Entwickler gespielt. Dev, hör endlich auf, so Stereotypen-Witze zu machen! Deine Mutter macht keine Witze. Außer dich. Sympathisch. Wir spielen heute... Okaeri. Genau. Okaeri. Ist ein japanisches Found-Footage-Horror-Game. Irgendein Japaner dachte sich, finden wir heute mal wieder ein bisschen Footage. Was ich als gleichermaßen dufte wie Töfte bewerten würde. Ich hoffe, das ist so eine ähnliche Erfahrung wie die ganzen Tankstellenspiele, die wir in letzter Zeit so gezockt haben. Das ist genau mein Kaliber. Vielleicht sogar noch eine Spur ernster wie Night Shift. Wir schauen es uns mal an. Was? Bedeutungsvoll tiefsinnige Dreifachpunktuation. Es ist Zeit. Ich muss mich bereit für die Arbeit machen. Ich muss hier gar nicht mit Stereotypen-Klischees um die Ecke kommen. Das macht das Spiel von ganz alleine. Ja, ich bin unschuldig. Oh mein Gott. Holy Schissel. Ist das Ding echt, ja? Gut geschlafen. Ich würde mich nicht wundern, wenn das echt ist, ne? Und bei aller Liebe und Respekt für die artgerechte Haltung von Haustieren, ja, aber so ein Chinchilla frei in der Wohnung rumlaufen zu lassen, ist definitiv nicht die feine englische Art. Also auch nicht die japanische. Es ist eben keine gute Idee, okay? Das ist ein großes Ärgernis. Es knabbert dir die Kabel weg. Ja, dann kannst du entweder dein Telefon nicht laden oder dein Haustier ist auf einmal knuspriger, als du es gewohnt bist. Würde ich nicht empfehlen. Wird eine Riesensauerei. Es ist dunkel draußen. Ja, in der Tat. Es passiert öfters in letzter Zeit. Niemand wollte mir glauben und rügt mich, sollte ich mich irren, aber ich hatte schon immer die Sonne im Verdacht. Ich glaube, sie steckt dahinter. Also hinterm Horizont. Warte. Augenblick. Moment mal. Ist das hier mein Hausflur? Ist das die Wohnungstür? Das? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich habe in diesem Haus immer irgendwie das komische Gefühl, mir übertrieben viele Klamotten überzuwerfen. Ich weiß nicht, gibt's noch Frühstück, bevor wir losmachen, oder? Oh. Okay, das war jetzt random. Aufwärmen? Nö. Ja? Können wir? Spielen wir die Sims, oder was? Meine Arbeitskleidung höchstwahrscheinlich. Ich will doch nicht, dass mein Chef mir den Booty slappt. Eat Bento? Ja, komm, hau rein. War das jetzt das Chinchilla, was am Kabel genagt hat, oder habe ich die Schale mitgefressen? Ja, ein Fisch ist eh ganz viel plastiger. Das kommt da auch nicht mehr drauf an. Da muss man sich eben mal nicht so haben. Im Endeffekt bezahle ich das auch mit, wisst ihr? Ich bin Japanobot. Muss Taschenlampe mitbringen. Auf Arbeit ist Stromausfall. Aber ist nicht so schlimm. Taschenlampe hilft nicht gegen Godzilla. Hab ich schon probiert. Ist blöd gelaufen. Ach, Freunde, ich habe das Gefühl, es wird eine tolle Schicht, ja? Kann's gar nicht erwarten, meinem Chef in die Augen zu blicken. Bekleidet und begessen. Für allen Schabernack zu haben. Für jedes Schlamassel gerüstet. Verantwortlich für diverse Tohuwabohus. Das wisst ihr. Mein Chef. Meister Shinto Mitsubishi. Ich nenne ihn gerne das Kobe-Beef unter den Chefs. Nicht so gut, wie man es erwartet, aber weltberühmt. Oh! Ist dieser kleine Gemischtwarenladen das einzige, was auf dieser Seite der Brücke existiert? Sollte ich mir Sorgen machen? Findet das noch jemand leicht verdächtig? Können wir das eventuell auch der Sonne in die Schuhe schieben? Wer weiß es nicht. Wir werden es noch erfahren. Oh, hi. Wovon ist denn der übrig geblieben, sag mal? Entschuldigen Sie, junger Herr, Sie...
Nico. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gesicht haben, dann kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Ich weiß, was hier wirklich passiert ist. Ja, Sie sehen auf jeden Fall so aus, als würden Sie irgendwas wissen. Ich wurde berufen, um euch alle zu warnen. Bei dem, dessen Name nicht genannt werden. Was, das Voldemort war hier? Was wollte der denn? Der kauft immer die ganzen Shiitake-Pilze weg und schnallt sie sich mit so Sumo-Ringer-Schlüpfern vorne als Nase dran. Seit der arbeitslos ist, kommt der echt auf Ideen. Der Tag des Urteils wird kommen. Hey, ja! Weißt du, der hätte jetzt einfach so ein mysteriöses Leuchten verströmen und blonde, zu Berge stehende Haare erhalten müssen und dann mit einem Anlaufsatz über diese Mauer springen müssen, während er Heia schreit. Wisst ihr, das hätte ihrem Auftreten die nötige Dramatik verliehen, aber haben sie die Chance leider versemmelt. Vielleicht beim nächsten Mal. 13 Kröten die Stunde für die Nachtschicht. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Hi, da ist er, Leute. Meister Shinto Mitsubishi. Der Mann, die Brille, die Legende. Oh Gott, du hast es geschafft. Ja, ich bin auch sehr stolz auf mich. Ich habe in letzter Zeit ein paar Gerüchte gehört, dass jemand von der Brücke gesprungen ist. Hatte der zufällig blonde Haare? Da war eine alte Lady, die hat gesagt, dass sie einen Mann gesehen hat, auf der anderen Seite der Straße, dessen Beine komplett in die andere Richtung gebogen waren. Ziemlich angsteinflößendes Zeug. Wenn es nur wahr wäre. Wenn bloß. Tut mir leid. Keine Umstände. Ich bin das gewöhnt, mit den ganzen Schwachköpfen. Wie war der Abend so? Aber schön, dass wir uns mal unterhalten haben. Vielen Dank. Dieses Regal sieht super aus. Spitzenmäßig. Prima Regal. Premium Select, vom Profis empfohlen, sage ich dazu nur. Manche Sachen sind abgelaufen. Das sieht in Ordnung aus. Aber Mensch, Alter. Sehr gut. Alright. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier für eine Musikveranstaltung eigentlich? Oh Mann, ich liebe den Style des Games. Ich freue mich drauf, was hier passiert. Ich hoffe, nachher kommen Kunden und es wird immer gruseliger. Boah, ich bin super aufgeregt da drauf. Oh. Was? Warte. Ach so, ich dachte, die Musikanlage ist auf ominöse Weise mit dieser Tür hier verbunden. Was ist das hier? Weißt du, da kriegst du in jedem sinnlosen Regal so einen Interaktionsbutton, um dir Dinge sagen zu lassen, die dich nicht jucken, nicht mal im Entferntesten. Und an den interessanten Stellen gibt's das nicht. Was soll das, Alter? Oh, guck mal, Mr. Bean ist auch hier. Mensch, da ist auch mächtig was los. Das wird ein schöner Abend, glaube ich. Okay. Was haben wir hier sonst noch so? Guck mal an. Nehmen Sie meine Brieftasche, aber bitte tun Sie mir nichts an. Wow. Das war leicht zufriedenzustellen. Sehr gut. Oh no. Herr Mitsubishi ist ein Weep. Ich hab den guten Mann warten lassen. Ja, tut mir leid. Also, falls ich Ihnen dabei helfen soll, Ihre Nase zu suchen, wie gesagt, geben Sie mir einfach Bescheid. Ich bin für viele Späße zu haben. Oh Gott. Tut mir leid. Mir auch. Vor allem, was mit ihrem Gesicht passiert ist. Das ist wirklich ein schweres Schicksal, was sie ertragen müssen. Alter, ich freue mich so auf dieses Game. Was haben wir hier? Ich glaube, etwas von dem Essen ist abgelaufen, wenn du deine Schicht anfängst. Oh, was ein Zufall. Kannst du sie für mich aus den Regalen holen? Dein Manager. Wie persönlich. Ah, ich glaube, jetzt muss ich jetzt mich einpunchen, oder? Ja. Moment mal. Ich muss mich hier mal kurz umsehen, bevor hier die Luzi abgeht. Was haben wir hier? Oh, ein Überwachungssystem. Interesting. Cool. Aha. Alright. Cool. Nee, sehr gut. Passt. Easy. Weiß ich Bescheid. Oh, naja, dann geht's jetzt los, würde ich sagen. Okay, gut, bye. Warte mal. Ich will ihm hinterher. Ist das creepy? Ich will nur sicherstellen, dass er auch wirklich geht. Der ist mir irgendwie unheimlich. Oh. Ich kriege Kundschaft. Lol. Der hat sich die Sache erstmal genau angeguckt. Der war sich noch nicht so ganz einig mit sich.
Hi! Na? Was ist mit seinen Fingern, Alter? Der kommt gerade vom Metallica-Konzert. Der hat noch richtig Metal im Blut, Alter. Ja, ja, ja. Ja, kommst du ruhig rein. Ja, ja. Oh Gott, guck mich nicht so an. Das ist gruselig. Ein Maul da. Oh, das hatte ich heute früh auch. Kann ich nur empfehlen. Dann können sie die Papierschale sogar mitessen. Manche munkeln, sie sei auch aus Plastik. Ich habe die Sonne im Verdacht. Dürfte ich hier Hut haben, Sir? Ja, ich arbeite hier. Ja, ich kenne mich aus. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Wollen Sie bezahlen oder mich awkward anstarren? Oh gut, zweiteres. Nee, das ist okay. Passt schon. Ich, achso, hier. Ah ja. Na dann, legen Sie mal ab. Mal her damit. Na los. Ich hab die ganze Nacht Zeit. Sie? Oh, achso. Arigato gozaimasu. Oh! Alter, das Wendekreismobil, Junge. Mit rasender Geschwindigkeit, mit einem Affenzahn braust er von dannen. Der Typ muss es wirklich eilig haben. Das A-Team ist da. Oh Mist. Da muss ich auch die Fleischvorräte nochmal ordentlich aufstocken hier. What the freak? Was ist los mit den Autos? Ich weiß nicht, wo der herkam. Hat er den armen Mann abgeholt? Mr. Gesicht. Wollten die irgendwas von Ihnen? Haben Sie ihm Lollipop vorbeigebracht? Okay, dann mache ich mich mal hier frisch ans Werk, oder? Ja, sehr gut. Alles klar, hier ist nichts los. Ist das einzige Regal? Ich weiß es nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass ich bloß eins auf einmal wegbringen kann. Oh. Ich glaube, jetzt wird's creepy. Es erinnert mich an die SpongeBob-Folge mit der Nachtschicht. Ich höre ein Auto. Schnell, mach hin. Die rauben mir den ganzen Laden aus. Go, du musst es einfach nur da reinschmeißen. Danke sehr. Bin unterwegs. Hallo, jemand da? Nein? Alter. Okay, wow. Ich hoffe, ich habe meine Nintendo Switch mitgebracht. 8 Stunden Langeweile für 13 Poké-Dollar die Stunde. Oder was sie auch immer in Japan haben. Haben wir jetzt hier eine andere Aufgabe? Nee, das ist der gleiche Zettel, ne? Vielleicht sind wir auch damit noch nicht fertig. Das wäre cool, wenn wir dann umblättern würden und wir würden dann eins nach dem anderen einen anderen Task bekommen, sozusagen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Wir gucken hier erstmal. Nee, das sieht in Ordnung aus. Was haben wir hier? Ebenfalls. Und dort? Das gleiche. Mmh, guck mal hier, so kleine hier, Dings. Lass mich in Ruhe, okay? Oh, wetten, das ist da hinten irgendwann offen? Oh, bestimmt. Oh, wisst ihr was? Vielleicht hätte ich das abgelaufene Essen auch dem Obdachlosen geben können. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Und wenn der obdachlos ist, vielleicht ist er einfach bloß verrückt. Keine Ahnung. Boah, das ist mir echt nicht eingefallen. Das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid. Ich glaube, ich kann das nicht rückgängig machen. Oh, hier ist noch was abgelaufen. Alles klar. Nehme ich das mal. Ich hoffe, dass jetzt in diesem Moment keiner kommt, aber das ist wahrscheinlich hier abgepasst. Es gibt eventuell keine neuen Kunden, bevor ich das hier nicht erfolgreich abgeschlossen habe. Jetzt habe ich aber die Chance, dem das zu geben. Ich probiere mal mein Glück. Guter Mann. Haben Sie Bock auf 10 Kilo latschige Croissants? Oh, es geht! Ach so, dafür gibt's sogar eine Errungenschaft. Lol, da haben wir immerhin einen glücklich gemacht heute, ne? Hell yeah. Ich wünsch Ihnen was. Der war einfach nur zu höflich, um zu fragen. Oh nein, ein LKW. Oh, guten Tag. Morning Express Lieferung, oder was? Oh no, der ist grimmig, der frisst mich gleich auf. Mit Stäbchen, ne? Ist ziemlich spät für einen Lieferanten zu dieser Zeit, hä? Aber das liegt an dem neuen System, extra für, ja, Convenience Stores, die bis spät nachts offen haben. Sieht aus, als ob dieses Paket direkt zu mir, beziehungsweise zu diesem Shop hier, geliefert werden soll. Und der Name ist der gleiche wie auf meinem Tag. Oh, es ist tatsächlich für mich. Das glaubt er auch. Ja, weiß ich nicht, also, die Evidenzen sind ziemlich klar. Bald kriegen wir auch die Sonne dran.
Lassen Sie sich das gesagt sein. Dann geben Sie mal her. Danke sehr. Wessen abgetrennter Kopf befindet sich da drinne? Ich mach das mal auf. Kann ich nicht. Kannst du mit nach Hause nehmen. LOL. Was? Was geht? Was passiert? Da war irgendwann ein Videotape ist da drin. Oh, krass. Aber habe ich einen Fernseher? Ja, habe ich. Ach so. Oh, Mann. Ist es jetzt der neue Tag oder was? Wahrscheinlich schon. Meine Schicht war einfach vorbei. Watch closely. Ja, ja. Steck richtig dein Gesicht da rein in den Röhrenfernseher. Ist das die Stelle hinter dem Store? Ich weiß nicht, irgendwer filmt daraus. Irgendwer beobachtet die ganze Angelegenheit. Die Absperrungen sahen irgendwie verdächtig aus. Ich habe keine anderen gesehen. Müssen wir jetzt Schicht für Schicht absolvieren und es wird halt immer schlimmer mit den Videos? Es wäre halt irgendwie ein cooles Prinzip, muss ich sagen. Okay, können wir uns jetzt hier was Futen? Hä? Hallo? Warum? Ich schätze einfach mal, wir müssen wieder auf Arbeit. Ich frage mich, was passiert, wenn ich die nicht nehme. Gar nichts? Sehe ich dann halt einfach nichts? Oh! Das wäre so die logische Konsequenz. First Night? Was war das gerade? Wait, what? Wow, jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ich muss auf jeden Fall definitiv den Weg zurück zum Shop finden. Es ist hier halt gerade wesentlich dunkler. Na? Freuen Sie sich auch so, mich zu sehen? Also, ich bin happy, muss ich sagen. Hey, hey! Ich habe gesehen, dass du gemeldet hast, dass sich die Tür von alleine öffnet. Hab ich? Wir müssen den Sensor checken. Und schauen, ob die Kabel irgendwie lose sind. Meinst du, das war so eine Art Poltergeist? Ja, definitiv. Es gibt keine andere logische Erklärung. Vergiss das mit den Kabeln und dem Sensor. Ich sehe das immer überall im Fernsehen. Aber das ist halt alles geskriptet. Geister sind nicht real. Nach allem, was wir wissen. Ach, was weißt du schon. Wir können ja nicht mal die Sonne überführen. Okay, Buddy. Dann, schicke ich dich und deine nicht vorhandene Nase mal nach Hause. Moment! Der Typ draußen, der Obdachlose. Der hat von Voldemort gesprochen. Ein Schelm, wer Böses denkt. Okay, dann tun wir es mal. Lass es uns machen. Yes! Der ist definitiv ein Zauberer, dieser Mann. Aber ich weiß nicht, ob das lange in seiner Hose ein Zauberstab. Ja, lassen wir uns. Sparen wir es uns, okay? Oh! Es gibt tatsächlich immer neue Aufgaben. Wie geil das ist! Ich habe ein paar Ratten hinter dem Store gestern gesehen. Irgendwer muss die Tonne offen gelassen haben. Die erste Person, die diese Notiz sieht, muss sie sofort loswerden. Dein Manager. Was denkst du denn, wer... Komm, als ob du nicht in den Dienstplan... Nee, ist okay, fein. Nee, passt. Machen wir so. Ist in Ordnung. Oh! Die Oma! Grüß dich, na? Oh, du brauchst noch ein paar Jahre. Soll ich ihn schon mal was rausbringen, oder? Oh, no. Sie wird mich über den Haufen rennen, Leute. Sie ist unterwegs. Ich habe keine Gelegenheit mehr auszuweichen. Okay, wow. Kommen Sie schon, kommen Sie. Hier gibt es sehr viele tolle Sachen, die dich rund und glücklich machen. Oh, lol. Was? Sie hat irgendetwas hier mit allem zu tun, oder? Wo willst du hin? Oh, die will die Wii-Poster abstauben. Sie hat gehört, die gibt's noch welche. Überall waren sie ausverkauft. Gehen Sie nicht auf die Toilette. Das will nur ihr Portemonnaie. Oh, und sie war so dringend, Leute. Also, während die Gute sich selber behilft, sie wird mir schon nichts klauen. Werde ich immer für Ordnung sorgen, oder? Hallo, kleiner Mann. Wie kann ich denn dich loswerden? Ich kann einfach deinem Gesicht rumtrampeln. Das hat bei mir schon in der Schule nicht geholfen. Oh, lol. Die Atzenratten! What? Hat jemand von hier gefilmt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat das alles was mit dem Video zu tun. Boah, ist das spannend. Ich weiß nicht,
wie ich die bekämpfen soll. Ich habe gerade ein Auto gehört und eine Autotür. Das heißt, es kommt auf jeden Fall gerade jemand. Bestimmt gibt es hier irgendein Mittel oder sowas. Ich weiß es nicht. Jemand da? Kommt jemand angefahren? Ist die Oma da drin, lol? Warte mal. Ja, ich guck mal da. Oh, sorry, Ma'am. Ich hab's nicht gewusst. Ausbesetzt. Oh, man hat an alles gedacht. Ach, schade. Sitte und Moral sind in diesem Spiel vorhanden. Damit konnte ja nun wirklich keiner rechnen. Ich grüße Sie perfekt eingeparkt. Ideal bestens. Premium Select von Profis empfohlen. Oh Gott. Oh no. Oh no. Ja, ich gehe schon. Hey, ich muss mich beeilen. Das ist schön. Könnten Sie mich bitte abholen? Was? Ach so, ich soll ihm das bringen. 5 Dosen Bier und eine Packung Zigarren. Beeil dich! Halt dein Maul! Mensch, Sie müssten echt mal ein bisschen auf Ihre Gesundheit. Oh, wow, also sie hat mich gerade weggespookt. Sie ist richtig aufmüpfig, der kleine Rebell in ihr erwacht. Hol's dir doch selber, sagt sie. Oh, warte. Nehme ich das jetzt einfach so, ja? Habe ich 5 Bier? Ich könnte schwören, ich habe eine Dose in der Hand. Aber ich weiß es nicht. Bringe ich dem jetzt das alles einzeln? Ach so, ach, die... die liegen hier schon. Warum das denn? Ich bin so in Eile, guter Mann. Glauben Sie mir. Man nennt mich den Flash der Convenience Stores. Sie kriegen auch extra die Bodendosen. Was ist denn jetzt mit der Oma? Ist sie in die Schüssel gerutscht oder was? Zigaretten kriege ich von da hinten, oder? Weiß ich es nicht. Ah ja, offensichtlich schon. Hier, bitteschön, junger Mann. Wenn Sie jetzt noch Ihr Portemonnaie rausholen würden? Ach so. Ich muss abkassieren. Hell yeah. Ja, bitteschön. Mann, oh Mann, Alter. Spielt Metallica schon wieder oder wo muss der so schnell hin? Hey, falls Sie den Bento-Boxmann sehen, grüßen Sie den von mir. Na, Ömchen? Wie war's? Oh no, sie ist happy. Hat alles geklappt, ja? Ja. Oh Gott. Macht dann 2 Euro. Hä? Wo ist Cancun? Du weißt, wo Cancun ist? Ich dachte, ich habe seine Stimme gehört. Das war das Haus meiner Tochter. Was hast du getan? Wie kannst du es wagen? Lady, Sie haben sehr schwerere Probleme als nur eine Verstopfung. Das sage ich Ihnen. Als ob hier das ein Wohnhaus war. Ich bitte Sie. Nur so zu spinnen. Machen Sie sich ab. Metallica fängt gleich an. Die Vorband hat schon aufgehört. Komm, Sie sind schon im mitten im Soundcheck. Na los, jetzt aber hurtig. Komm. Gleich gibt's einen Klaps auf den Po. Ich sag's Ihnen. Ja. Gehen Sie, Mann. Gehen Sie mit Gott und mit dem Wind und allem, was Ihnen lieb ist. Kippen Kunden und doch, wie sie alle heißen und überhaupt. Im Namen Ihrer Tochter bitte ich Sie, das Etablissement zu verlassen. Es kommt noch jemand. Oder nicht? Was? Warte, davon hat er gesprochen, ne? Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut. Alter, okay, das ist irgendwie gruselig. Das ist so simpel. Aber das ist gut. Ach du Scheiße. Okay, ich gehe raus. Das war absichtlich, ne? Dass wenn ich hier versuche, irgendwie hinten meine Aufgaben zu erfüllen, dann passiert es. Wie kann ich euch denn jetzt hier am besten beseitigen, Schätzelein? Oh, hier. Das ist ein Mittelchen, oder? Okay. Na gut. Ja? 2 von 6? Wo sind denn hier noch mehr? Ich sehe gar keine. Da. Da habe ich einfach bloß noch nicht gefunden. Ey, soll ich das eigentlich ignorieren da vorne? Nicht, dass wirklich jemand kommt. Das ist gerade so ein bisschen krass, muss ich sagen. Hier ist noch einer, das habe ich mir schon gedacht. So, und die letzte befindet sich... Ach, hier hinten in der Ecke. So. Easy peasy. Das schreit für mich nach Gehaltserhöhung, oder? Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn nicht ich, wer sonst? Ich habe Angst vor Jumpscares gerade. Ich glaube, gleich kommt der Liefermann wieder und hat ein weiteres Paket für mich, worin sich wieder ein Video befindet. Oh, da war was. What? Ein Junge. Der ist da, ist immer jemand.
Der macht das auf und zu. Du Rotzbengel. Wo ist der hin so schnell? Oh, Moment. Jetzt kommt der Lieferwagen. Ach, krass. Ich sollte das sehen. Verstehe. Aber sie haben gar nichts für mich. Was? Sagen Sie jetzt nicht, Sie wollen 5 Dosen Bier und eine Zigarrenschachtel. Ich bitte Sie, das finde ich nicht lustig, weil mich leuchten die Leute die ganze Zeit mit einer Taschenlampe an. Ja, schön, Sie wiederzusehen. Kennen Sie diesen unaufhaltsamen Trend, alles online zu ordern? Wie dem auch sei. Da ist noch ein Paket, was hier abgeholt werden soll. Ich sehe keins. Ach so, hier abgeholt werden soll. Nee, verstehe schon. Verzeihen Sie, das ist gerade gespawnt. Damit war ja nun wirklich nicht zu rechnen. Bitteschön. Give a package. No, meins. Das nehme ich mit nach Hause, wie alle Pakete. Plot Twist, da ist jetzt ein Kopf drinne. Und wo ist jetzt mein Video? Entschuldigen Sie. Ey, diese plötzlichen Ausblendungen, das ist echt voll krass. Alright. Ja, wir haben halt nichts bekommen. Wir können jetzt nur zum nächsten Level wieder hingehen. Oh, es regnet. Vollkommen untypisch für Japan. Och, nö. Ich hab schon wieder nichts zu essen. Na gut, Tag 2 in Folge. Mist. Alright. Scheinbar nichts zu tun hier, tatsächlich. Irgendwas führt das Chinchilla auch im Schilde. Ich weiß nicht, warum das da platziert wurde. Was ich auch nicht weiß, ist, wie lange dieses Spiel eigentlich geht. Länger auf jeden Fall, als ich gedacht habe. Das kostet irgendwie 2,10 Euro irgendwie auf Steam oder so. Dafür hat es schon eine ganze Menge geboten, muss ich sagen. Ich weiß, es wird jetzt hier kürzer, als ich aufgenommen habe, weil ich es ein bisschen zurecht cutten werde. Aber ich glaube, da können wir noch eine zweite Folge draus machen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, liebe Leute. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf eine zweite Episode. Würde mich auf jeden Fall super dolle freuen. Und ja, dann sehen wir uns entsprechend wieder. Bis dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.